So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur Robofußball Bundesliga. Wir sind heute hier, um den zweiten Spieltag auszutragen. Und da gibt es ein absolutes Top-Duell. Und dieses, nein, es gibt zwei absolute Top-Duelle. Müsste ich mich korrigieren. Das eine, das ist schon seit Jahren in der Bundesliga und gehört zur Tradition. Das ist das Spiel FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Und dann kommen wir doch gleich zu einem anderen Spiel, das wir in der Bundesliga jetzt schon 15 Jahre nicht gesehen haben. Wird ja Zeit, dass es zurückkommt. Und außerdem wird es auch im Pokal in der zweiten Runde ausgetragen. Wie gesagt, den Pokal mache ich beim Robofußball nicht. Aber in der Realität ist es ja auch spannend genug. Das ist Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Hoppla, Entschuldigung. Mann, ich sollte das mal voll aufhören, machen, ins Bild zu klicken, dann. Sonst macht er das immer so. Egal. Tja, wie gesagt, Borussia Dortmund und der FC Bayern haben einen Fehlstart in die Saison hingelegt. Dortmund 2:4 gegen Bremen, Bayern 0:1 gegen Kräuter Fürth. Währenddessen hat der VfB Stuttgart auch noch kein Tor geschossen. Da stand es am Ende 0:0 gegen Wolfsburg. Immerhin haben sie einen Punkt, aber sind auch nur auf Platz 8, wenn ich es jetzt richtig weiß. Ich habe die Tabelle nicht hier hängen. Aber kommen wir doch erstmal zum ersten Spiel des Spieltags. Das heißt Mainz 05 gegen Greuther Fürth. Wird Fürth seine Siegeserie ausbauen oder Mainz? Oder endet es mit einem Unentschieden? Wir erinnern uns, beide haben am ersten Spieltag mit 1:0 gewonnen. Fürth gegen, wie gesagt, gegen Bayern und Mainz gegen Freiburg. Also, ich würde mal sagen, wir fangen an. Mainz 05 gegen Greuther Fürth. Okay, es wird spannender, hoffentlich. Da steht es schon 1:0 für Greuther Fürth. 1:1, der Ausgleich. Kein Tor. Der liegt ganz eindeutig drüber. Ja, ich weiß, Schnellmarker. Und da steht schon 1:3, 2:3 jetzt. Der vierte Roboter geht runter. Das Spiel also noch nicht beendet. Aber jetzt. Und es steht 2:4. Mainz 05 unterliegt Greuther Fürth mit 2:4. Die Kollegen aus dem Frankenland in Bayern setzen also ihre Siegesserie fort und sind jetzt bei 2 Siegen in Serie. Kommen wir schon zum nächsten Duell. Das heißt Schalke 04 gegen FC Augsburg. Wir schauen mal auf den Plan. Schalke, erstes Spiel 0:1 gegen Hannover. Augsburg, erstes Spiel 0:0 gegen Düsseldorf. War also Zeit, dass die mal Tore schießen. Los geht's. Da steht schon 0:1. Er überschreitet und die Feder löst sich auch nicht aus. Damit steht es 0:1. Und der FC Augsburg gewinnt. War jetzt kurz und nicht so spannend, aber na komm, kann man gelten lassen, oder? Wie seht ihr das? Der fliegt da schön drüber. Da hätte viel mehr passieren können, aber mein Gott, das war gerade so eine Grenze. Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg ist das nächste Duell. Dieses ging letztes Jahr in der Bundesliga mit 0:2 aus. Damals Freiburg absolut Abstiegskandidat. Und Leverkusen Europacup-Anwärter. Da war auch Robin Dutt noch bei Leverkusen im Amt. Tja, war dann nicht mehr lange, er wurde dann gefeuert. Und Sami Hyypiä und Sascha Lewandowski haben Bayer Leverkusen nochmal in die Europa League geführt. Das ist hier jetzt egal. Leverkusen hat das erste Spiel mit 1:2 gegen Frankfurt versemmelt. Ja, auch hier
Und Freiburg hat mit 0:1 gegen Mainz verloren. Das heißt, beide sind auf Wiedergutmachung aus. Dann schauen wir uns das doch mal an. Los geht's. Okay, das war zu langweilig. Ehrlich. Ich weiß gar nicht, war der Ball überhaupt im Tor? Wäre ja noch schöner. Okay. Ergebnis wieder das gleiche. Der überschreitet die Feder nicht. 0:1. Und ihr habt's gesehen. Die Roboter sind nicht identisch wie vorhin. Beim Spiel Schalke gegen Augsburg. Das wäre auch ziemlich doof von mir. Mal ernsthaft. Hey, Moment mal. Oh. Hallo. Funktionierst du? Ja, okay. Ich stelle mal den Ton hoch. Das wäre ja das Allerschönste gewesen. Also, nächstes Duell ist Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Bremen nach dem 4:2 gegen Dortmund Tabellenführer. Hamburg mit dem 1:0 gegen Nürnberg gut gestartet. Aber das zählt hier alles nicht mehr. Jetzt wird Fußball gespielt. Hamburg Fußball. Der hat die Feder nicht ausgelöst oder überschritten. Damit endet das Spiel 0:1. Bremen unterliegt Hamburg. Das ist schon das dritte 0:1 hintereinander jetzt. Also wenn das nächste Spiel auch noch 0:1 endet, dann weiß ich auch nicht. Das nächste Spiel, 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund. Ja, Nürnberg 0:1 gegen Hamburg, Dortmund 2:4 gegen Bremen. Die sind beide nicht so optimal, wie es gestartet. Dortmund ist ja sogar 17. auf der Tabelle. Und daher werden sie auf viele Gutmachung aus seinen Tore schießen. Können sie ja. Also, los geht's. Da tut sich garantiert nichts mehr. Dieses Spiel wird wiederholt. So. Damit steht es schon 1:0 für den ersten FC Nürnberg. Aber Dortmund mit dem Ausgleich. Es steht 1:1. Ich sag ja, Tore schießen können sie. Also, Sprungfeder nicht ausgelöst oder überschritten. 1:1. Und ihr dürft ruhig mal wieder mehr als ein Tor schießen, liebe Roboter. Jo, also. Bin ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Tue ich immer noch. Wer spielt denn jetzt? Ah ja, Hoffenheim gegen Frankfurt. Die TSG Hoffenheim, das erste Spiel mit 0:2 gegen Mönchengladbach verloren, damit Tabellenletzter. Frankfurt hat schon besser angefangen, 2:1 gegen Leverkusen und damit schön vorne mit dabei. Platz 3 war es am Ende. So, dann würde ich sagen, let the show begin. Es passiert einfach nie. Das waren geile Tore. Das heißt, es passiert schon was, aber... Meine Lieben, ihr solltet das Tor treffen. Nicht die sinnlos rumdurfeln. Das wäre ein 0:0 der besseren Startup, und 0:0 wollen wir ja nicht. Ne? Kriegen wir aber! 0:0. Zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt.
Das ist irgendwie wie Dortmund gegen Schalke in der Saison 2010-2011. Als hinten Manuel Neuer einfach alles rausgeholt hat, was aufs Schalker Tor kam. Das war auch so stinklangweilig. Ich dachte mir, wenn da, keine Ahnung, wer sitzt drin, Hildebrand oder Fährmann drin, dann wäre es vielleicht 5:0 oder 6:0 ausgegangen. Bei Unterstahl 3:0 oder 4:0, der kommt nämlich schon eher an Manuel Neuer ran. Ich weiß, Timo Hildebrand war mal Stuttgarter und ich bin ja Stuttgart-Fan, aber das ist mir sowas von egal, der hat Stuttgart verlassen, weil er hatte keinen Bock mehr, nur unterhalb Champions League zu spielen, ist ein Vertrag nicht verlängert. Tja. Ich könnte ja theoretisch einen 13 Teile hier einbauen. Zum Mogeln vielleicht. Nein, mache ich auch nicht. Dann legen wir mal los mit dem Top-Duell des Spieltags. Wie gesagt, das Rhein-Derby. Im Ruhrpott. Direkt nebeneinander. Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Dann rede ich nicht viel nebenher. Let's begin. Ja, willst du mich verarschen? Etwas späte Reaktion für einen Kommentator, aber ich schreibe auch normalerweise immer gleich, wenn irgendwas ist, aber wie gesagt, ich bin kein dieser komischen Kommentator. Ich kommentiere nur meinen Mist nebenher und Mönchengladbach führt übrigens mit 1:0. Ja, und das war's, weil die Roboter das Tor verbarrikadieren, steht's am Ende 0:1. Das Ergebnis hatten wir doch schon mal irgendwo, oder? Naja. Au, habe ich ganz übersehen, das ist ja quasi der Spieltag mit 3 Derbys, weil die kommen alle nacheinander. Gerade gesehen Düsseldorf gegen Mönchengladbach. Das letzte Spiel für heute ist dann Bayern gegen Stuttgart. Und das kommt auch noch. VfL Wolfsburg gegen Hannover 96. Noch ein Nordderby. Okay, Gladbach und Düsseldorf, das war ist nicht gerade nördlich, aber von hier aus dem Schwabenländle ist es ja nördlich gesehen. Das ist jetzt das wahre Nordderby, dann gab es vorhin das Rhein-Derby und am Ende kommt das Südderby. Ist auch wunderschön hier im Spielplan eingetragen. Spiel 7, 8 und 9 an diesem Spieltag. Das ist nicht meine Absicht gewesen, das hat Sportbild so gemacht. Das ist ein Sonderheft. Also los geht's mit Wolfsburg gegen Hannover. Hannover mit einer schönen Strategie. Sie kicken den Ball davor. Und ja, jetzt war der Roboter ausgeschaltet. Und Wolfsburg führt mit 1:0, aber schon der Ausgleich der Hannoveraner. 1:1. Und das ist die Führung. 2:1 von Hannover 96. Es passiert wenig. Der Ball springt nur dumm umher und das könnte es gewesen sein. Nein, er kommt noch auf die Fehler zu und jetzt war es noch nicht. Okay, das muss es jetzt gewesen sein. Hannover 96 besiegt den VfL Wolfsburg mit 2:1. Da fällt mir gerade auf, ich habe eine schön hässliche 4 beim 2:4 von Mainz gegen Fürth reingemacht. Muss ich noch kurz ausbessern. Und damit kommen wir nun zum letzten Spiel. Letztes Jahr Bayern Platz 2, Stuttgart Platz 6. Und Bayern hat da alle beide Duelle gewonnen, auch im Pokal. Fand ich nicht gut. Aber das spielt ja hier absolut keine Rolle. Daher möchte ich mal sagen,
Es sieht für beide schlecht aus. Stuttgart gegen Wolfsburg 0:0. Bayern gegen Fürth 0:1. Die haben noch keine Tore geschossen. Das sollen sie jetzt bitte nachholen. Das letzte Spiel für heute. FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Los geht's. Er kriegt den Ball clever vor, aber da hat der Stuttgarter noch abwehren können mit Hilfe der Feder. 1:0 für Bayern. Puh. Der Ball springt eher sinnlos umher. Es wird nicht beim 1:0 bleiben, das kann ich Ihnen sagen. Meine lieben Damen und Herren. Oh, der Münchner Roboter ist aus dem Tor gefahren, aber nur ganz schnell. 2:0 von den FC Bayern. Nein, es steht sogar 4:0. Und der überschreitet die Feder nicht, damit das Spiel zu Ende. Scheiße. Ich sag's nur ungern, aber der FC Bayern gewinnt tatsächlich gegen den VfB Stuttgart mit 4:0. Okay, jetzt dürft ihr diesem Video alle Daumen runter geben. Ausnahmslos alle. Spaß. Nein, natürlich will ich auch nur Spaß haben als Profifußball-Bundesliga. Hoffe, dass ihr auch Spaß dabei habt. Darum dürft ihr dem Video gern einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann schreibt bitte wieso. Und tja. Ja, ich habe noch kein Experimentziel festgelegt. Egal. Also, wenn ihr dem Video einen Daumen runter gebt, dann erklärt bitte wieso. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Der nächste Spieltag findet statt am 15. September. Weil ich bin ja jetzt am Wochenende im Urlaub, darum habe ich den Spieltag hier vorgezogen. Am 8. September ist Länderspielpause. Daher 15. September. Der dritte Spieltag der Robo-Fußball-Bundesliga. Auch Fußball-Bundesliga, aber primär halt Robo-Fußball-Bundesliga. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dann und ciao!